Guck mal, Elfchen. Du blöde Ziege. Kumpels. Heute ist der letzte Samstag der Ferien, somit auch der letzte Samstag, an dem die Kids bei mir sind. Heute gibt es ein bisschen Girls Day, weil meine Tochter, die kleine Bergmann, die ist ab 15.15 Uhr bei einem Meerjungfrauen-Shooting. Da gehen wir natürlich hin, das schauen wir uns mal an, was da so ist. Und dann haben wir für heute Abend Freikarten für Lena Meyer-Landrut, die ist hier in der Nachbarschaft. Und fahren wir mal hin und gucken uns das an. Ich bin gespannt. Wie ihr seht, bin ich noch nicht so ganz Bad Hair Day und
absolut unrasiert. Deswegen werde ich jetzt mal was dagegen unternehmen und werde jetzt mal ein bisschen mich frisch machen. Ja, nach dem tollen Fotoshooting mit den Meerjungfrauen war ich natürlich so intelligent und habe meine Videokamera liegen lassen im Schwimmbad. Gemerkt habe ich es leider erstmal gar nicht. Bin dann natürlich erstmal schön nach Hause gefahren, habe noch so diverse andere Sachen gemacht. Und jetzt so circa 2 Stunden später habe ich es dann gemerkt, weil ich es dann wieder fit machen wollte für den nächsten Einsatz. Wir sind ja dann jetzt gleich dann auch noch auf dem Lena-Konzert. Habe mich also ins Auto gesetzt, bin einfach mal losgefahren und habe glücklicherweise tatsächlich jemanden angetroffen. Die Kamera war natürlich erstmal weg und dann sind wir ins Büro der Chefin und dort hat es dann schön abgeschlossen auf dem Schreibtisch gelegen. Und das war wieder so ein typischer Bergmann. Aber jetzt ja alles gut und jetzt geht's nach Hause und dann werden wir uns noch ein bisschen frisch machen und dann die Regenklamotten anziehen. Ich weiß nicht, ob man es sieht, aber es ist ziemlich blödes Regenwetter. Das Konzert heute Abend von Lena Meyer Landrut, das ist leider im Freien. Das ist eine Open-Air-Geschichte. Das ist von so einem guten Zweck. Wird das veranstaltet. Und ja, da werden wir dann ein bisschen nass werden, wenn es blöd ist. Wenn es blöd läuft. Und ja, sollen wir mal schauen. Aber da muss man eben durch als Papa. Da muss man sich auch mal nass machen. Jumping off the edge, reaching for the moon, living every day, and being so good I know. Oh, 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 oh.
So, Kumpels, ein anstrengender Tag geht zu Ende. Wir haben nach dem Meerjungfrauen-Fotoshooting, hatte ich meine Kamera liegen lassen, habe sie ja dann zum Glück wiederbekommen. Und dann hatten wir noch ein kleines bisschen Chill-Out-Phase, sag ich mal. Und dann sind wir ja noch auf das Konzert von Lena Meyer-Landrut. Und dort haben wir, da gab es noch ein kleines Problemchen. Die Karten, die wir dafür hatten, die sollten nämlich abgelegt sein in einem Briefkasten. Da waren sie dann aber nicht. Also sind wir schon mal vorgefahren, haben gewartet, bis wir die Karten bekommen haben. Und da waren wir leider eine Viertelstunde zu spät, haben aber, weil das Programm ein bisschen in Verzug war, nur das erste Lied verpasst. Wobei verpasst, wir haben vor den Toren gestanden, das ist ein Open Air, also man hat es schon gehört, aber eben nicht so nah sehen können, mitkriegen können. Und da war es auf jeden Fall so, dass wir dann leider nur so 35 Minuten Konzert sehen konnten, weil die Lena dann eben pünktlich zum Ende ihrer geplanten Auftrittszeit dann eben auch die Bühne verlassen hat. Also gut, das waren immerhin 30, 35 Minuten, aber ja, summa summarum war es, denke ich, ein ganz guter Tag, vor allem für die kleine Bergmann, die hat heute einiges erlebt, Fotoshooting, abends dann noch ein Konzert und ihre Lena live gesehen, das war schon mal eine ganz coole Sache und ja, jetzt ist es schon relativ spät und deswegen machen wir jetzt Feierabend und ich wünsche euch was, schlaft gut.